Ja, wir sind hier an einer Glasfaserstörung in Sils im Engadin. Wir haben jetzt festgestellt, dass eine Verspleissung vorliegt. Das heisst, da sind Fasern untereinander falsch gespleist worden. Das haben wir jetzt zum Glück hier am Web im Keller ausbrützen, weil da war auch gerade der Fehler. Der Kollege macht jetzt gerade noch die letzte Arbeit, wird die Fasern wieder versorgen. Und wenn das abgeschlossen ist, machen wir dann noch Abschlussmessungen, schauen, ob die Kunden wieder so laufen, wie sie müssen, und würden dann den Auftrag nachher abschliessen. Jetzt sind wir schon an der nächsten Störung im Bergün. Heute eine sehr spezielle Störung. Wir sind mit dem Schlitten unterwegs. Also wir haben das können darauf, weil das Berghaus kein Internet mehr hatte. Das ist ein Berghaus, wo mit Kupferkabel gespeisen wird, ab Microcan. Und jetzt haben wir vor Ort einmal eine Bestandesaufnahme gemacht. Wie ist das Kupferkabel zu Weg? Was führt dazu? Warum haben wir kein Internet? Und wir haben gemerkt, dass irgendwo Wasser auf der Leitung sein muss. Wir haben jetzt mit der Echometrie eine Messung machen und gesehen, der Fehler ist ca. nach 2130 Meter. Das wäre neu im Microcan. Und jetzt als nächsten Schritt würden wir mit dem Schlitten ab zum Microcan und dort weitere Messungen durchführen. Nach dieser tollen Schlittenfahrt sind wir jetzt beim Microcan-Schacht angekommen. Wir haben ihn offen gemacht und ein bisschen Eis drauf gehabt. Wo wir offen hatten, haben wir gesehen, dass noch recht viel Wasser drin ist. Wir sind jetzt am Wasserpumpen, dass wir überhaupt einmal absteigen können, die Muffen öffnen und alles kontrollieren. Allenfalls von hier aus nochmal Messungen machen. Ja, das wird jetzt der nächste Schritt sein. So, jetzt muss ich schnell ab. Jetzt haben wir noch Glasfasermuffen draus, dass wir ein bisschen Platz haben, weil entweder ist es hier die Automuffe das Problem, eher nicht, weil das Wasser ist eigentlich nur etwa bis hier gegangen. Aber wie wir sehen, jetzt hier hinten noch Schrumpfmuffen, die eigentlich in Serie zu dieser Uzen sind. Ja, und die sehen auch nicht so knusprig aus, darum vermuten wir, bevor wir jetzt die öffnen, messen wir sicher dann hier rein, um sicher zu sein. Ob der Fehler wirklich dort ist, kann natürlich auch noch weiter oben sein. Der Fehler ist gefunden. Wir haben jetzt noch die Muffe können öffnen, gerade die vor dem Microcan, von dort aus in beide Richtungen messen. Und wir haben festgestellt, dass der Stecker vom Microcan auf das Kabel leicht feucht war, durch das korrodiert ist. Das hat dann dazu geführt, dass eben der Kunde oder auch noch andere Kunden Probleme hatten. Das können wir jetzt leider nicht örtlich flicken, sonst müssen wir einen neuen Microcan einbauen. Durch das werden ganz viele Kunden unterbrochen, die müssen wir sicher auch noch avisieren. Und dann können wir den Mohren ersetzen.